Heute ein kleines Tutorial-Video für euch, weil viele haben mir geschrieben, ich soll mal ein Tutorial-Video machen, und ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich machen kann, was, halt auch, was man mir auch nachmachen kann. Und zwar heute zeige ich euch, wie man ein Magnetventil reinigt. Hier seht ihr ja schon den Dreck, der sich absetzt auf dem Sieb. Und ja, ich entferne erstmal das Sieb. Das ist das Erste, was ich immer mache. So, jetzt ist das Sieb schon mal ab. Jetzt kommt der nächste Schritt. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich hier einmal Bremsenreiniger in einem Behälter. Dann habe ich hier ein Gerät, womit ich Strom draufgeben kann. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich schließe die eine Seite hier an, lege das Magnetventil hier rein in das Bad und steuere es einfach an. Wie man sieht, verfärbt sich jetzt das Bad. Genau. Ich spüle quasi somit den Dreck raus. So, nachdem ich circa eine Minute immer Spannung draufgegeben habe auf das Magnetventil, kann man hier gut erkennen, dass da schon einiges an Dreck auf jeden Fall rausgekommen ist aus dem Ventil. Ja, warum habe ich das gemacht? Weil wenn die Magnetventile verstopfen, kann die Warnung nicht richtig arbeiten, zufolge unrunder Leerlauf bzw. Leistungsverlust. Und ein Magnetventil, was in Ordnung ist, erkennt ihr daran an dem Geräusch. Ich hoffe, man kann es hören im Video. Auf jeden Fall hat man so ein Klackgeräusch. Klack, 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 klack. Das, was ich euch gerade gezeigt habe, das war jetzt an einem Beispiel an einem N42. Ihr könnt das natürlich auch an anderen BMW-Motoren machen. Ne?